Aber daran soll es ja nicht scheitern. So, hier brauche ich eine Kiste und hier brauche ich einen Ofen. Noch einen Ofen. Noch ein Ofen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Radaradaradada. So, Ofen. So, jetzt erstmal den Counter hier. Machen wir uns erstmal eine Kiste, die setzen wir hier rein. Oben die 3 und dann hier so ein U. Ich warne euch vor, ich habe keine Ahnung, was die machen. Aber es wird bestimmt ganz lustig. So, 2, 3, 4, 5. Gut. Ah, das ist sowas ähnlich wie ein Schrank. Du bist irgendwas Interessantes. Was ist denn das? Jetzt noch den Ofen hier. Ey, das bewegt sich ja alles. Das ist immer cool gemacht. Nice. Jetzt, na, eine Kücheneinrichtung. Und dafür musste ich noch nicht mal Geld ausgeben. Schlechter Witz. Aber egal. Dieses ewige Abgebau und wieder hochgestackert, das ist auch gerade ein bisschen kontraproduktiv. So, werden wir uns hier noch ein bisschen Stein rausholen, den nochmal zu Bricks arbeiten. Zack. So, damit, ui, da war der Ausgang, damit ich mich dann auch gleich hochstacken kann, beziehungsweise mir so eine kleine Behilfstreppe bauen kann, damit sie endlich mal das Dach weiterkriegen. So. Hüpf, hüpf, hüpf. Jetzt geht's ans Dach bauen. So. Die Ziegel, die wir, also ich nenne es jetzt einfach mal eiskalt Ziegel, heißt zwar nicht so, oh, aber das ist, sieht aus wie Ziegel und damit sind es für mich Ziegel, Punkt. Das ganze Gerätsel gerade, was wie die Teile auf Deutsch heißen, fällt mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen zu doof. So. Und dann auch hier noch ein bisschen was dran setzen. Na komm, jetzt. Och, ja, das ist mir auch schon wieder klar, wieder falsch gesetzt. So, jetzt habe ich wieder kein Lehm da. Mist. Wo ist das nächste Wasserloch? Mal kurz auf die. Nee, auf die, ich sagte auf die Karte gucken. Da. Da oben ist noch ein Wasserloch. Schauen wir mal da mal rein. Bum, 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 bum. So, mal schauen. Hier ist kein Lehm, da ist Lehm. Plansch. Ja, dauert jetzt wieder ein bisschen länger, bis der abgebaut ist, da ich unter Wasser abbaue. Aber das soll mich nicht weiter stören. Ich höre einen Zombie und ein Schwein. Der Zombie, der ist direkt unter mir. Soll mich jetzt aber nicht stören, da ich gerade auf Lebenssuche bin. Ja, halt die Klappe. Da ich gerade auf Lebenssuche bin. Und hier ist, glaube ich, der Eingang. Genau. So, das Wasserloch hat man ausgegraben. Gucken wir noch ein bisschen weiter. Ich krieg durch die Nase echt keine Luft gerade. Das ist gerade ein bisschen kontraproduktiv. So, Marmor, Limestone.
Lehm. Na, Fu, Lehm wieder an der unpassendsten Stelle. Na komm, schwimm raus. Mach's doch einfach. Mach's doch nicht so schwer, Kleiner. Na, wird doch mal Zeit. Hüpf und hüpf, so. So, wo können wir das nächste Wasser finden? Ja, solche Rainbowbäume pflücke ich mir auch nochmal ab. Weil ich bin tierisch scharf drauf. Weil, wie schon gesagt, ich will mir einen kleinen, in Anführungsstrichen, Zauberwald bauen. Und da kommen die Rainbow Woods, also die Regenbogenbäume, bestimmt auch ganz edel. Ja, Zauberwald klingt ein bisschen übertrieben, aber bloß so. Ich sag's mal jetzt ganz salopp, einfach nur so ein stinknormaler Wald. Ah, da haben wir noch ein ganz großes. Boah, jetzt baut sich erstmal die ganze Welt wieder auf. Ei. Autsch. Autsch. Ja, wieder so verfluchtes Hühnchen hier. Gut, das war jetzt knapp, sehe ich gerade. Müsste ja eigentlich schon in der Nähe, genau da hinten. Ah, verdammt. Das Schlimme an dem verseuchten Boden da, dass er sich auch noch ausbreitet. Das ist ganz schlimm an der ganzen Geschichte. Aber meine Vermutung ist, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, dass man das auffällt wie bei Terraria. Aber ich habe im Spiel noch nie Sonnenblumen gesehen. So, jetzt heißt es aber noch mal kurz hinflitzen, weil es wird nämlich schon wieder dunkel. Da ist ein Dorf. Ja. Habe ich das gerade richtig gesehen? Ich brauche noch mal was nicht aufgebaut ist. Na Mann! Ach Mann! Was ist dort hinten? Nee, ich flitze erstmal schnell nach Rema. Und nein, ich habe diesen X-Ray-Mod nicht drauf. Achso, da war ich schon mal. Gut zu wissen. Aber wichtig ist, dass ich jetzt erstmal ins Bett komme. Das ist erstmal das ganz Wichtige, das ist eigentlich Priorität Nummer Uno. Ich habe keine Lust zu sterben. So. Ich schlafe. Der Rest ist mir egal. Ich bin wieder munter. Ah, schlafen würde ich jetzt auch zu gern. So, dann kommst du und du mal runter, dann geht's und du mal hoch und dann 1, 2, 3, 4 und die teilen wir. So. Genau. Und damit hätten wir das jetzt auch erstmal erledigt. Na klar, da drin ist kein Licht. Ach, verdammt. Darf ich erstmal in meinem Haus auf Monsterjagd gehen?
Ein Skelett und was ist da noch? Du hast ein Skelett. Nicht getroffen. Nicht getroffen. Nein, 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 nein. Wow. So, mir geht's da nochmal Licht reinbasteln. Warte mal, es gibt da bestimmt interessante Lampen. Altar of Lights. Aha. Ja, das sind wieder utopische Voraussetzungen, die man braucht. Und nee. Wollen wir vielleicht noch eine Lampe gucken? Mal schauen. Das war eigentlich meine Idee. Da brauchst du eine Kathode und boah, das ist wieder Materialien. Boah, shit. So, da musst du raus, weil dich brauche ich jetzt hier drinne. Habe ich meine Axt einstecken? Nee. Hier ist halt meine Lumber-Axt. Jetzt ist erstmal durch schnell auf Holz zurückgehen. Weil ich habe kein eine Holzkohle mehr. Ich renne jetzt erstmal bloß so stumpf durch die Gegend und hake einfach mal die ganzen Bäume ab. Ach ja, das ist das Ding, was ich im Inventar habe. Was ist denn hier passiert? Wieder so ein Erdgräber. Und jetzt auch ein Wumpe. Nee, dich brauchte ich, verdammt! Komm jetzt dich raus, zack. Was auch immer das ist. Mana-Bohne, aha. Erinnert mich irgendwie gerade ganz stark an Dragon Ball, die magischen Bohnen von Herrn Quidde. Oder von Meister Quidde. Also, Inventar wieder voll. Wo muss ich jetzt raus? Ich brauche das Holz. So, die Bäume werde ich dann nach und nach wieder zurückpflanzen, beziehungsweise wieder neu pflanzen. Was der Block hier zu sagen hat, ich, nö, der bleibt jetzt zu stehen. Oh ja. Ich glaube, ich habe es ein bisschen übertrieben mit dem Kahlschlag. Aber umso besser, umso mehr Holz habe ich. Da ist mein Haus. Ah, hier ist ja noch mehr Holz. Oh mein Gott. Ach du Heimatland. So. Holz, Holz, Holz. Holz, Holz, Holz. So, die Setzlinge, die kommen jetzt erstmal hier rein. Ach so. Jetzt soll ich mir nochmal schnell das restliche Holz und die restlichen Setzlinge und den restlichen Kladderadatsch. So. Schnell durch die Gegend wuscheln. Ich glaube, dann dürfte ich erstmal wieder genug Holz für Holzkohle haben. Denke ich zumindest.